Report Mainz. Unkontrolliert, die massenhafte Fohlenzucht und der Tod im Schlachthof. Unser nächster Beitrag enthüllt ein Kapitel der Pferdezucht in Deutschland, das den meisten unter Ihnen unbekannt sein dürfte. Es geht um Haflingerfohlen, Tiere, die jedes Mädchenherz höher schlagen lassen. Was kaum einer weiß, über 90% der Fohlen sind von vornherein für den Schlachthof bestimmt. Ausschuss bei einer Zucht, die gnadenlos einem ganz bestimmten Schönheitsideal folgt. Sehen Sie den Bericht von Marina und Manfred Karremann. Miesbach in Bayern. Im November ist sozusagen Schlussverkauf für Haflingerfohlen. Alles muss raus. Viehhändler kaufen hier auch für italienische Schlachthöfe. Den letzten Überschuss der Saison. Für die meisten Fohlen aus Deutschland und Österreich heißt das ab nach Italien. Im Stall eines Importeurs bei Padua. Fressen für mehr Schlachtgewicht. Eine kurze Mast ist die Regel. Auch solche Fohlen stehen hier im Stall, eine Transportverletzung. Verkauft werden die Tiere oft über Viehmärkte wie diesen am Gardasee. Wir sehen zu Tode erschöpfte Fohlen verschiedener Rassen. Die Tiere kommen direkt aus Österreich, sind bereits verkauft an einen Schlachthof weiter südlich in Italien. Ihre Reise ist also noch nicht zu Ende. Und diese Haflinger hat heute niemand gekauft. Das bedeutet Weitertransport auf andere Märkte, eine Odyssee. Schließlich endet die Reise immer im Schlachthof. Die Züchter wissen das, züchten trotzdem weiterhin Überschuss. In großen Schlachthöfen wie diesem in der Nähe des Gardasees kommt der Tod im Akkord. Verzögerungen sind nicht einkalkuliert. Eine Minute hat ein Pferd Zeit, um zu sterben. Auch Fohlen stehen schon im Treibgang. Eine Wasserdusche soll sie beruhigen. Zeit ist Geld. Zwei Fohlen in einer Box. Fachgerechtes Betäuben, hier interessiert das niemanden. Immer heftiger protestieren Tierschützer auf Pferdeauktionen, wie hier bei Salzburg vor einigen Wochen. Wir fragen Viehhändler und Züchter nach ihrer Meinung. Wie denken wir denn, wenn man anhat über Rösser? Und wie geht die Russen raus? Mr. Fotzen, da verschwind! Filmst dich schöner zu, noch mehr, Mann! Die Stimmung ist gereizt. Nur ein Großaufgebot an Bundespolizei verhindert eine Eskalation, wie die vor zwei Jahren. Aktivisten von Animal Peace unterbrechen eine Fohlenauktion, entfalten Transparente, ketten sich an. Die Viehhändler reagieren mit Gewalt, gegen Männer wie Frauen. Kurze Zeit später, ein schwer verletzter Tierschützer. Die Aktion endet mit dem Eintreffen des Notarztes. Geändert hat sich nichts, die Massenzucht geht weiter. Auch wenn Tierschützer einzelne Fohlen vor diesem Schicksal bewahren, es ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein.